Hallo zusammen, hier ist wieder euer Lan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden und erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement Forschungsmalheur. Und was müssen wir dafür machen? Besiegt den monströsen Magma-Clown-Schnapper während des Ereignisses Forscher unter Feuer und dann Untersuchung der Zakili-Ruinen. Ja, was müssen wir dafür genau machen? Wir müssen einmal ein Event hier haben und das schimpft sich Forscher unter Feuer und dann Untersuchung der Zakili-Ruinen. Es gibt zwei verschiedene, die sind hier beide in den Zakalek-Höhlen in der Mitte. Und zwar gibt es einmal die Titanabriegelung, die findet hier statt, und die Zakili-Ruinen, das findet hier so ein bisschen weiter links statt. Diese Events sind immer eines quasi eine komplette Woche lang ab. Heißt, ihr habt entweder die Titanabriegelung oder die Zakili-Ruinen quasi am Start. Das Event beginnt dann jede Stunde immer zur vollen halben Stunde, heißt 16:30, 17:30, 18:30 und so weiter. Und hier ist es so, dass ihr verschiedene Fortschritte oder Fortschrittsziele habt, die ihr abschließen könnt. Am Anfang ist es so, dass ihr dementsprechend 8-9 Minuten einen Timer habt, wo ihr dann so viele Events wie möglich abschließen könnt, auch in Gruppen tatsächlich. Und hier ist es dann so, dass ihr, wenn ihr auf 6 von 12 kommt, einen Boss hier kriegt. Und dieser Boss ist dementsprechend diese große Krabbe. Die müsst ihr einfach umhauen und dann kriegt ihr das Achievement. Heißt, ihr braucht das richtige Event, die Zakili-Ruinen, dann solltet ihr weit genug kommen. Heißt, es macht Sinn, sich eine Gruppe dafür zu suchen. Wenn man hier nur alleine oder mit 2-3 Leuten ist, wird schwierig, innerhalb der Zeit dementsprechend das soweit voranzutreiben. Wenn nämlich der Timer ausgelaufen ist, gibt es noch 3 weitere Events, die aber unabhängig von dem Timer sind, und da kommt dann halt die Krabbe nicht. Heißt, 6 von 12 solltet ihr spielen. Wenn ihr eine Gruppe sucht, dann könnt ihr hier Researcher eingeben, und dann haben wir hier Researcher under Fire. Zwar ein bisschen komisch geschrieben, aber zumindest haben wir es gefunden, ne? Und da könnt ihr euch dann reinqueuen und dementsprechend mit ein paar Leuten das machen. Gut, ja, mehr ist es nicht. Ich drücke euch die Daumen beim Event, dass ihr einmal zum Krabbenboss kommt, und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.